Zum Berufsstartertag am Nachmittag des 25. September hatte die AOK Plus in die Filiale auf die Rudolf-Breitscheid-Straße nach Olbernhau eingeladen. Vor Ort waren Schüler mit und ohne Eltern, die sich zum Thema Bewerbung und Berufswahl vielleicht sogar bei der AOK Plus selbst informierten. Also wir hier im Kundencenter in Olbernhaufen, AOK Plus, haben heute den Berufsstarttag laufen. Wir haben Berufsstarter, also sozusagen angehende Auszubildende, duale Studiengänge sozusagen, die da Informationen möchten, wie auch ihre Eltern eingeladen, um heute so noch ein paar Hintergrundinformationen für den Berufsstart zu bekommen. Das heißt, angefangen mit, wie bewerbe ich mich richtig, was ziehe ich zum Bewerbungsgespräch an, wie bereite ich meine Bewerbung so gut auf, dass es auch beim Arbeitgeber gut ankommt. Da haben wir also auch eine Bildungsberaterin von uns mit eingebunden, bis hin zu, welche Dinge muss ich beantragen, Sozialversicherungsausweis, welche Leistungen kann ich noch beantragen, vielleicht Unterstützungen vom Landratsamt, solche Geschichten, was gibt es da alles so. Und wir halt dann einfach mal so ein bisschen ein komplettes Paket schnüren, um ja, junge Leute besser ins Berufsleben einsteigen zu lassen und auf der anderen Seite den Eltern Unterstützung zu bieten bei dem, was bevorsteht. Nun geht es aber auch darum zu zeigen, dass auch die AOK Plus ein guter Arbeitgeber ist, oder? Richtig, genau so ist es. Also wir haben zwei sehr junge, engagierte Azubis mit dabei heute, die den Kaufmann bzw. die Kauffrau im Gesundheitswesen heute verkörpern, sozusagen mit Erfahrung dabei sind. Bei uns also erfährt man alles über die Ausbildung in der AOK Plus, aber auch über die ganzen Studiengänge, die wir anbieten. Wir haben ja auf der einen Seite die sozialen Sachen, also zum Beispiel die Ausbildung zum Kaufmann, Kauffrau im Gesundheitswesen. Wir haben aber auch ganz viel in Richtung Informatik. Wir bieten sogar Studiengänge an. Und da fragen wir eben immer, na, wie das jetzt ist, die Leute, die hier sind. Ist es denn geplant, noch Abitur zu machen oder soll nach der 10. Schluss sein? Und dann gucken wir einfach, was am besten passt und hoffen natürlich, dass dann die Bewerbung reinkommt. Ihr seid ja selbst Auszubildende bei der AOK Plus. Ja, wie ist es denn? Seid mal ehrlich. Ja, sehr schön. Vor allem sehr abwechslungsreich. Also man sitzt halt nicht nur am PC, sondern man lernt alle Fachbereiche kennen. Man lernt ganz viele verschiedene Menschen kennen und es ist wirklich nicht langweilig, sondern sehr abwechslungsreich. Aber es ging auch um die Gesundheit selbst, beziehungsweise gesunde Ernährung, bei Diätassistentin Sandy Schulze. Ich empfehle es wirklich, dass man aus allen Gruppen was zu sich nimmt, ne, schon bewusst achtsam, aber sich halt auch nichts verbietet. Und dann doch auch was so Süßigkeiten, Fastfood, Getränke, Energygetränke angeht, dass man auf den Zucker auf alle Fälle achtet, ne, sich ausreichend auch bewegt, um das Ganze auch wieder ja, umzusetzen, zu verbrauchen. Ne. Und ja, sich auch mehr mit der Ernährung beschäftigt, aber das kommt immer mehr. Na, wo sich auch die Jugendlichen doch mehr dafür interessieren und auch mehr ausprobieren. Also das merke ich auch in den Beratungen, auf alle Fälle. Also na, es kommt wie immer bei allen ein bisschen auf die Dosis an. Es kommt auf die Dosis an. Die Menge macht das Gift, na, ja, wie man so schön sagt. Ja. Die AOK Plus möchte in den Filialen, insbesondere in Olbernhau, künftig wieder mehr Angebote für Versicherte bzw. Interessierte machen. Also wir wollen speziell hier in Olbernhau ein Stück weit mehr wieder ins Geschehen eingreifen, so ein bisschen Unterstützung geben in allen Lebenslagen. So wird demnächst auch eine Informationsveranstaltung zum Thema Pflegeangehörige stattfinden hier in der Rudolf-Breitscheid-Straße 1 in Olbernhau und noch ein Thema zum Thema Männergesundheit, also eine Veranstaltung dahingehend, weil das ja auch ein recht brisantes Thema ist, mit dem sich unser Geschlecht eher weniger auseinandersetzt und wir wollen da einfach ein Stück weit tiefer in die Gesundheit eindringen und den Leuten hier vor Ort ja, eine gute Plattform bieten, sich auszutauschen, ja, und dort einen guten Mehrwert für die Region bieten. Der Berufsstartertag am 25. September war Auftakt für Veranstaltungen in der Olbernhauer Filiale der AOK Plus. Gesundheit ist ein hohes Gut, man sollte darauf achten. Genau so ist es. Mit der AOK Plus an ihrer Seite kann damit nichts mehr schiefgehen.